Willkommen zurück zu Final Fantasy V. Ja, letztes Mal haben wir Odin und Leviathan eingesackt. Nächstes wäre eigentlich noch mal Mut dran, ne? Aber ich würde vorher noch mal das Schloss aufsuchen wollen. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Tafeln. Und auch wenn ich die Waffen nicht unbedingt brauche, ich würde sie trotzdem gerne einfach alle mitnehmen. Warum auch nicht? Ich hoffe, nicht allzu viele Schilddrachen kreuzen meinen Weg. So. Ja, dann nehmen wir einfach den Rest, bitte noch da ist. Ne? Jetzt haben wir sowieso alle Platten. Die Feuerpeitsche. Wie heißt das dann? Werde ich wahrscheinlich nie benutzen, aber hey. Haben oder nicht haben. Apollos Harfe. Ich hätte echt mal wissen wollen, würde fast schon wie ein Bard sich spielt, wenn der auch eigene Waffen hat, weil ich glaube, vorher war es so, dass das Instrument entscheidend war, was man machen konnte. Diesmal habe ich ja Lieder gelernt, also kann man doch noch was machen, während man Lieder spielt, nicht so wie in dem Teil davor. Zwei Teile davor, um genau zu sein, also im dritten Teil. Keine Ahnung. Also im vierten Teil war es auch so, stimmt. Ja, im vierten Teil war es ja auch so. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es wahrscheinlich auch nie rausfinden. Der Meucheldolch. Ich kann ihn nicht nehmen. Ach, ja, mein Fehler. Ja, ich muss erstmal die Platte wechseln. Ja. Fast vergessen. Die Runenaxt. Habe ich manchmal irgendwie den Turm weiter auf links als auf rechts? Ich meine, das wäre ein komischer Fehler, ich habe ja nichts verändert. Oder kommt mir das nur so vor? Keine Ahnung. Der Heiligen Speer. So, das ist noch der Meucheldolch. Und dann haben wir alle 12 legendären Waffen. Auch wenn wir davon aktuell nur eine einzige benutzen. Ne, zwei, stimmt, den Bogen nutzen wir ja auch. Richtig. Ja, es hat sogar eine Errungenschaft gebracht, dass ich alle legendären Waffen habe. Nice. Das waren die 12 legendären Waffen. Kein Schildtreffer, bitte. Danke. Hier passiert was? Okay. Im Süden soll es ein Erdbeben gegeben haben. Na, hoffentlich ist niemand verletzt. Vielleicht ist es einfach nur der eine Raum gewesen, wo das Sound noch weiter von links kam. Keine Ahnung. Niemand kennt den Grund für das Erdbeben. Ob dein unterseeischer Vulkan, also unterseeischer Vulkan ausgebrochen ist. Wenn wir ein U-Boot hätten, könnten wir uns die Sache mal ansehen, aber. Na, ich hab eins. Keine Ahnung, was da dann ist. Da hat sich noch ein Ort hier aufgetan, offensichtlich. Wenn da unten im Süden irgendwas ist. Aber da würde ich noch nicht hingehen wollen. Weil ich wollte jetzt eigentlich mal zusehen, ob wir einfach einen Mut nicht kriegen können. Ich erinnere mich aber noch, dass dieser Berg, wo wir hin müssen, in einem Bereich war,
wo wir nun im Schokobo landen können. Das heißt, ich muss den schwarzen Schokobo eben abholen gehen. So, und zwar irgendwo hier ist ein Wald, genau. Und hier waren zwei Sachen. Einmal der Turm hier. Der hier. Den haben wir noch nicht besucht. Und zweitens halt der Berg im Norden. Und da sollte Bahamut stecken. Also landen wir erstmal. Und lasst erstmal direkt angreifen von irgendwelchen Wüstenkreaturen. Ich glaube, nasser Hauch müsste ja eigentlich hier wieder Gold wert sein, ne? Die sind ja super schwach gegen diesen Angriff, diese Wüstenkreaturen. Obwohl, das war jetzt gar nicht so gut wie gehofft, ehrlich gesagt. Gilt vielleicht nicht für alle Wüstenkreaturen. Kein Problem. Ja, wir kriegen gar keine Jobpunkte mehr. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich bin echt zufrieden hiermit. Ich glaube auch, dass ich damit schaffen kann. Ob es klug ist, also wenn ich jetzt nachher Probleme kriege, ne? Da kann man mir natürlich vorwerfen, ja, hättest du mal damals bereits einmal Jobs gelevelt, die Zeit genutzt, die du schon eh verbringen musstest. Aber ich will das jetzt nicht so sehr abusen und ich hoffe einfach, dass es auch so machbar sein könnte. Das ist die große Hoffnung dabei. Oh, Erdbeben. Viel Damage? Ja, nicht schlecht. Ist halt ein bisschen schade, dass man euch jetzt mal ein bisschen genötigt ist, die Free Lancer zu benutzen, weil es besser ist. Die Kostüme halt verliert, ne? Bis auf Faris sind halt alle wieder so aus wie früher. Das ist ein bisschen langweilig. Standardkleidung. Hier ist der Berg. Lass uns mal einmal ein Zeltchen aufschlagen und dann hoffentlich Bahamut rekrutieren. Der wird sicher von Nutzen sein. Möchte ich doch hoffen. Es gibt schon einige sehr krasse Techniken, die man in diesem Spiel lernen kann, wenn man die richtigen Jobs meistert. Ich habe zum Beispiel der Ranger, also der Bogenschütze, der lernt eine Fähigkeit, der irgendwie mehrfach angreift und die kann man dann bei jedem anderen auch übernehmen, diese Fähigkeit. Und dann kannst du auch mit allen anderen Klassen mehrfach angreifen und das kann halt sehr, sehr mächtig sein. Gerade wenn du ein Schwert verzauberst oder so. Oder ich glaube, wenn du den Rotmagier maximierst, dann lernst du, glaube ich, Dual Cast. Das heißt, du kannst Zauber zweimal casten. Vermutlich auch Beschwörungen, ich weiß es nicht, aber das ist so oder so extrem krass und mächtig. Habe ich jetzt gespeichert? Ich speichere nochmal. So, der Weg müsste es eigentlich sein. Der meinte ja, dass er an der Spitze auf uns wartet, also versuchen wir mal möglichst fix nach oben zu kommen. Sind die sogar die ganz alten Gegner von hier? Ja, ich glaube schon. Das heißt, die haben eh keine Schnitte gegen uns, ne. Es lohnt sich auch eigentlich kaum, die zu bekämpfen, aber was soll's. Nicht in die Giftpflanzen laufen. Das weiß ich noch letztes Mal. Das habe ich nicht vergessen. Das schafft ihr auch einfach so, oder? Ohne jetzt große Befehle von mir zu bekommen. Ja. Und selbst das mit dem Magierstäbchen ausreicht. Für einen One-Hit, dann ist ja alles gut. Ja, hier ist wieder ein bisschen kritisch. Geschafft. So, die können wir speichern, das tue ich auch sehr gerne.
Ich hoffe, es ist der richtige Berg. Wir hätten auch einen anderen Berg nehmen können, aber ich hoffe mal, dass es der Berg hier ist. Und? Ja, hier passiert was. Alles klar. Ihr, die ihr das Siegel gebrochen habt, besiegt mich im Kampf und meine Kräfte sollen euer sein. Bahamut. Das ist ein cooles Bahamut-Design. Ist der Gegner irgendwas schwach? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich versuche mal Flair auf mein Schwert zu sprechen. Natürlich total ab, ja. Wir trinken ein Kraftgebräu. Wir müssen mit neu von kaufen übrigens. Und beschwören mal zur Sicherheit Golem. Ja, komm. So, los geht's. Der Kampf ist offiziell eröffnet. Komm, macht wieder Schaden. Ja, das kann sich sehen lassen. Das war gleich mit Haskell nachzusetzen. Und Levaya vernutzen. Jo. Frost. Aua. Ja, aber es könnte gut aushalten. Ah ne, das hat schon wieder alle Bio gemacht. Oh, das hasse. Jetzt ist Haskell wieder ein Problem. Mach Meteor. Läuft an. Wir haben noch genug HP, um noch eine Beschwörung zu machen, glaube ich. Bevor ich heilen muss. Also Damage machen wir gefühlt sehr gut. Es ist natürlich nicht ganz klar, wie viel HP der Typ hat. Nasser Hauch, kann ich auch. Kann ich auch. Mega Flair. Alter! Ich muss den heilen. Okay. What the fuck? Hätte ich jetzt keinen Totalabwehr gehabt, wäre ich tot gewesen, oder? Ohne Spaß jetzt mal. Wie viel Schaden war das denn bitte? What the fuck? Das zusammen mit der Tatsache, dass wir jetzt den Bio-Schaden nehmen. Macht doch nochmal mir auf die. Also das nochmal einfach. Okay, der ist verdammt stark. Mega Flair ist verdammt stark. Oh, wir haben ihn. Okay. Das war ziemlich heftig. Also ganz im Ernst jetzt mal. Aber wir haben ihn. Na, was hast du jetzt? Gar nichts. Und du trittst uns einfach wortlos bei. Bahamut geknechtet. Aber der hat. Alter, der Mega Flair. In Kombination mit Bio vorher war es echt böse. Wir müssten uns eigentlich wieder so rausteleportieren können, oder? Ja. Schön. Sehr schön. Jetzt haben wir auch tatsächlich bereits den Big Boy. Damit haben wir jetzt. Haben wir alle? Ne, ich glaube, es gibt glaube ich noch einen, aber ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, der ist in den Turm, wo wir jetzt hin sollen. Aber von dem Turm habe ich ein bisschen Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe gehört, dass er ziemlich lang ist. Aber steht immer dieses an, also. Ja, ich fliege lieber. Au. Nicht gut. Ich habe nicht gespeichert, Spieler. Puh, lass uns mal ganz schnell speichern. Ich glaube, ich habe gerade auch nicht gespeichert. Ja, habe ich aber nicht. Ach, Leichtsinn. So, durch die Wüste bis zum Turm.
Kommt auf ihn, er ist schon fast tot. Ah, er ist tot. Vergiss, was ich gesagt habe, denn er ist tot. Ach nö, jetzt werden wir von diesen lustigen Wüstenviechern hier ausgelöscht. Wirklich, nur weil ich mich nicht heilen wollte. Ja, komm. Machst du noch irgendwas an auf das Erdbeben, ne? Ja, sterben wir nun oder entkommen wir noch? Wir entkommen noch. Gut. Ich erhöhe den Belehner Gott sei Dank auch wieder. Ach Mann. Das Erdbeben ist schon ziemlich böse, wenn die kleinen Viecher dann die ganze Zeit den Rest geben. Kann man nicht viel machen. Was ich machen könnte, ehrlich gesagt, während ich durch die Wüste wandere, ist auf alle Levitas zu zaubern. Und dann würde uns Erdbeben nicht treffen. Das kann ich allerdings mal tun. Und wahrscheinlich, so wie es immer ist, werden wir jetzt nicht mehr angegriffen. Nee. Natürlich nicht. So, Phönixturm, Erdgeschoss. Okay, hier war schon mal eine geheime Wand. Und da waren Gegner. Oh, in der Wand. Ist aber ein Boss, ne? Ich erinnere mich. Also gibt es hier Stellen an der Wand, die Wege öffnen und Stellen an der Wand, die Feinde spawnen lassen, ja? Wie ich das mal von aus. Gucken, was du von dem Tsunami hältst. Jusch. War aber auch eine Tür. Okay. Also eine Treppe. Was? Och nö. Okay. Alles. What the fuck? Erstmal Insta-Kill. Sowas liebe ich, ja? Der Turm verwirrt mich. Also, wenn ich zurückgehe, sind die Dinger wieder zu. Das ist zu schlecht. Das heißt, ich sollte auf keinen Fall zurückgehen. Und immer nach oben, ja? So, jetzt werde ich definitiv keine Türen mehr zurückgehen, sondern einfach nur nach oben. Straight. So, zweiter Stock. Okay, hat schon Glück gehabt. Ich schätze mal, man hat immer eine Glückstür und eine Pechtür, oder? Da ist eine, da ist die andere. Ja, die richtige gemacht, okay. Die eine hat einen Bosskampf auf sich und die andere halt nicht. Was ist das? 5000 Gil. Okay. Die Antwort auch noch untersuchen können, aber ich will gerade irgendwie nur nach oben, ehrlich gesagt. Okay, bisher haben wir Glück. Wir scheiden die Richtung. Wie hoch ist dieser Turm, bitte? Okay. Neunter Stock. Okay, noch mehr Gil. Zieht den Anfall auch an. Monster. Okay. Was? Ich kann den nicht treffen. Ich kann auch keine Magie. Er hätte gern Elixier. Hier hast du eins. Und jetzt? Was jetzt, Junge? Noch eins! Also eins gebe ich dir noch, aber ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu wertvoll. Toll. Eine Phönixfeder, ja. Ich frage mich, ob der Gegner vielleicht, wenn man in der Fleet sehr viele Jobpunkte bringt. Das könnte sein. Wenn das der Fall ist, dann habe ich natürlich das Pech gehabt, weil ich gar keine Jobpunkte mehr kriegen kann. Mit meiner momentanen Einstellung. Das heißt, ich lasse jetzt, wenn ich wieder Pötter finde, lasse ich die Pötter einfach in Ruhe. Weil ich zu viel Sorge habe, da. Das sind die ersten Bosse von früher, ne? Also das Feuerding, der Blender-Fucker da. Und das Ding ist auch ein Boss gewesen. Okay. Hm,
Also jetzt, wenn ich die falsche Tür nehme, kriege ich einen dicken Boss. Auch vor den Latze knallt. Ist sie wieder geheilt von ihrem Status? Ja, hier die falsche. Okay, haben wir schon mal besiegt. Kein großes Problem. Auch nicht wieder One-Hit. Ne, diesmal nicht, okay. Alter, wie viele Stockwerke sind das? Ich fesse das nicht plötzlich mehr an, weil wenn da nur Geld drin ist oder ein Gegner, der halt gerade für mich sinnlos ist, dann lasse ich lieber sein. Weil noch mehr Elixier, ich habe gerade zwei Elixiere verschenkt. Im Endeffekt für mich für nichts. Also ich laufe lieber weiter hoch. Bei Geld bin ich jetzt nicht so scharf drauf momentan. Ich könnte ja mal ein paar Hut rausholen, oder? Mahmut, mega Flair. Nice. Alter! Macht die Schaden. Oh, Todesroulette, sowas ist natürlich, wie gesagt. Ach, dann leben sehr gut. Da bringt immer viel Geld und Erfahrung, aber dafür sind die auch echt hart gewesen. Ne? Heilen wir uns erstmal. Naja, natürlich. Noch eine Seelenkanone für uns. Au. Komischer Ort. Extrem hoch, extrem geradlinig. Komische Pottviecher und ein Boss nach dem anderen, die man früher kennt, der aus irgendwelchen Wänden rauskommt. Alter, wir sterben gleich schon wieder. Okay, er ist down. 19, ne? Ich frage mich, ob sie mir hier nochmal Speicherpunkte zukommen lassen werden. Weil das ist ziemlich Mana verbrauchend, das Geheile. Ne, ganz ehrlich. Nicht möglich! Okay. Man kann von denen nicht fliegen. Fliehen. Das wird ja immer spannender. Auch hier kommen. Ich hasse Insta-Death-Kill-Moves. So früh ist diese komische goldene Hahn, das Ding heißt habe, damit die Mana-Kosten verringert werden, sonst wäre ich jetzt schon langsam leer. Ich wäre wahrscheinlich schon leer jetzt, bei dem bisherigen Verbrauch. Auch nicht gut, gar nicht gut. Stirbst du bis jetzt? Oh. Okay, geschafft ist geschafft, aber dass man von denen auch nicht fliehen kann, ist ja richtig, richtig ätzend. Jetzt wünschte ich, hätte die beiden Elixiere nicht verschenkt. Die hätte ich jetzt besser gebrauchen können, um meine Mana wieder aufzufüllen. 21. Stock. Oh Mann, und noch ein Gegner. Nicht insta-killen, bitte. Ich weiß nicht, wie hoch dieser Turm ist. Bisher ist der Turm schon ziemlich nervig und ärgerlich, aber noch nicht so schlimm wie die Pyramide. Hängt vielleicht davon ab, wie hoch der Turm ist.
Was ist das denn für ein Vieh? Hatten wir das schon mal? Wahrscheinlich. Ich kann mich wahrscheinlich nur nicht erinnern. Okay, aber wir haben es besiegt. Rechte Seite ja versuchen. Ja, Mist, doch falsch. Das macht nur Schaden, wenn das Ding schon Schaden abbekommen hat. Gott sei Dank. Wenn ich mich richtig erinnere, war Fragezeichen, Fragezeichen, nämlich das war ein. Oh shit, ja. Schadendifferenz macht. Fuck. Was natürlich in diesem Fall tödlich war. Ich glaube nicht, dass ich es wiederholen kann, aber vorsteht das hier, ja. Nee, dann nicht, okay. Mana geht mir tierisch auf, la la la. Was geht bitte jetzt? Ja. Ja, dafür bringst du echt gute Erfahrung dafür, dass du so hart bist, finde ich. Wo ist denn der Predator? Komm. So, wenigstens wieder bei 100 kommen. Natürlich die falsche Tür. Bitte nicht schon wieder Insta-killen. Ja, das ist okay, das kannst du machen. Okay, den hätten wir auch. So, wo sind wir jetzt mittlerweile? 28. Stock. Alter, wie hoch ist dieses Mistding? Schnell töten, weil wenn er wieder drankommt, dann macht er auch wieder mehr Schaden. Also am besten wir töten, bevor er nochmal drankommt. Okay, sehr gut. Das reicht auch schon. Oh, wir haben es geschafft. 29 Stockwerke waren es. Hi, Ryu. Ist das der Winddrache, der dich gerettet hat? Hi Ryu, was machst du? Er sagt, er möchte dir helfen. Hi Ryu. Hä? Was? Ihr seid einfach so tot gesprungen? Ich verstehe es gerade nicht. Lena! Hi, du wusstest, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Das heißt, als er mich im Wald von Mu gerettet hat. Er kam hier zu dem Turm, um dir mit letzter Kraft noch einmal zur Seite zu stehen. Hi Ryu. Was meinst du damit, Mutter wird es nicht schaffen? Liebes, der Doktor hat gesagt, was in, hat getan, was in seiner Macht stand. Doch wie es aussieht, kann sie nur eine aus einer Drachenzunge hergestellte Medizin noch retten. Lena, wohin willst du mit diesem Messer? Du hast doch nicht etwa vor damit. Halt! Eure Hoheit, lasst mich gehen. Prinzessin Lena,
töte ihn und du hast damit den letzten der Winddrachen auf dem Gewissen. Und außerdem, die Königin hat Hallryu immer sehr geliebt. Willst du ihm wirklich deine Zunge rausschneiden? Nein. Ich meine, vor allem mit dem Wissen, dass die Königin der Drache sehr wichtig ist, da wäre sie bestimmt nicht glücklich drüber. Also nein. Prinzessin, dein Vater kam jeden Tag hierher, verzweifelt, was er nur tun sollte. Nun ja, aber vielleicht ist es euch so am besten. Schluchz. Mutter. Der Winddrache Hallryu wurde zu einem Phönix. Er legt seine Kräfte in Annas Hände und vertraut ihr seine Seele an. Beschwörbares Monster erhalten. Phönix. Hallryu. Ja gut, er hat sich also nur geopfert, weil er wusste, dass er eh nicht mehr lange zu leben hat und dass er halt so auf diese Weise eh noch seine Kraft zuteil werden lassen kann. Nehmen wir so hin. Danke. Ich hoffe bei Gott, wir können es runter teleportieren. Ich möchte auf keinen Fall die ganzen Stockwerke wieder runterlaufen müssen. Teleport. Jo. Damit haben wir auch Phönix. Ich glaube, das sind jetzt alle Aufrufzauber. Ich bin mir nicht todsicher. Muss ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, wir haben alle. Was ich sehr gut, sehr erfreulich. Ja, guck mal, je nach Zutat würde ich auch sagen, wir haben alle, weil jeder Slot ist gefüllt. Nice. Schön. Damo sind drei dicken Boys jetzt, wa? Phönix, Leviathan und Bahamut sind hier wohl die ganz dicken Boys. Schön. Sehr, sehr geil. Speichern. Nicht schon wieder mit dem Speichern sparen. Das gehört sich nicht. Bevor wir zum Schokro zurücklaufen, mache ich nochmal sicherheitshalber Levitas auf alle. Uff, was ist das denn für ein hübscher Bursche? Zermalmen. Okay. Unverwirrt ist sie auch noch. Nicht gut. Jetzt killt sie sich gerade selber, oder? Ja. Ach Mensch. Ich würde ihn aber gerne besiegen, weil ich ihn zum ersten Mal sehe. Phönix. Kann Phönix wiederbeleben, weil das Phönix ist. Weil ich kann es auf einen Freund machen. Ich guck mal. Lebensflamme. Einfach Schaden und belebt wieder. Und zwar mit Erzengel, voller HP. Wow, das ist ja super geil. Ein Damage-Spell, der auch noch gleichzeitig. Alter! Der Schaden. Also, aber trotzdem, Damage-Spell, der gleichzeitig jemanden wiederbelebt, komplett. Das ist cool. Ich hätte heilen sollen, ne? Ah, ich hätte heilen sollen, ich trolle. Ich muss also mal die Nahkämpfe hier nach vorne stellen. Jetzt aber heilen. Ich muss nach vorne mal dann. Du kannst nach hinten. Du kannst auch nach hinten. Und wir werden schon wieder runtergesogen, oder? Oh, der ist echt gut drin, einen zu töten. Kannst du bitte sterben? Nee, möchte er noch nicht, okay. Malstrom haut da schnell mal auf ein Minimum-HP runter. Das ist böse. Er ist tot, okay. Jetzt habe ich ihn besiegt. Und so viel brachte der gar nicht. Aber wir haben ihn jetzt auch mal besiegt. Ich mag es immer gerne, Gegner einmal besiegt zu haben, wenn ich die Chance dazu habe. Jo, schwarzer Schokobo. Dann bringen wir uns mal direkt zurück zum Luftschiff. Ich weiß gar nicht, was hier so ansteht. Also ich glaube, okay, jetzt haben wir, nachdem wir die ganzen Siegel abgegeben haben, haben wir die Information erhalten, dass es wohl noch ein weiteres Loch irgendwo aufgegangen sein soll, im Süden der Welt, unterm Meer. Das müssten wir erstmal finden, weil auf der Map ist es nicht verzeichnet.
Aber sonst bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, ne, Richtung Exdev zu marschieren. Was wahrscheinlich auch noch von 20.000 riesigen Dungeons versperrt wird, der Weg. Aber hey, wir kommen der Sache näher. Damit, ich wollte eigentlich da rein, in das Dorf, was da irgendwo ist. Aber das Spiel sagte nein. Ich hätte gerne einmal voll geheilt gehabt. Als Titan. Als der doch die Kämpfe für uns entschieden hat, das war noch sagen. So, wo ist der Eingang in dieses Dorf? Anscheinend da. Ich weiß, hier war ein Heilpot, aber ich ganz ehrlich, ich bin zu faul. Ich habe mich auf die 10 Geld, ich habe genug Geld, was soll's. Was soll's? Also wir gucken nur mal ganz, ganz kurz, ob ich diesen Ort finde direkt. Das würde mich echt interessieren, ob ich den schnell finden kann oder ob der wie versteckt ist. Vielleicht sehe ich ihn ja, sobald ich unter Wasser gehe auf der Map. Das könnte ja sein. So, Map auf. Nee, war der tiefste gerade, der war von früher noch. Den Turm von Walse könnte man auch noch aufsuchen, ne? Das ist der damalige versunkene Schrein gewesen, der Wasserkristallschrein. Da müsste sich immer noch dieser eine Jobkristall drin befinden. Tatsächlicherweise. Und ich sehe auf der Map so einen kleinen Fleck da unten. Ist das der Ort, wo der Riss passiert ist? Mal gucken. Ja, hier ist der Riss. Seht ihr? Ich habe schon gefunden. Also wir hätten auch die Möglichkeit, die Tour von Walls nochmal aufzusuchen. In diesen Riss da reinzugehen. Und dann haben wir auch wirklich alles gemacht. Fragt mich, ob ich das auch noch machen werde. Mal sehen. Schalte ich aber dann bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, die Folge ist lang genug. Ich danke fürs Zusehen. Bis dann.